Moin, wir haben es lange herbeigesehnt und jetzt ist es endlich da. Das letzte Rennen unserer Karriere in der GTS-Klasse, jedenfalls. Naja, nicht unserer Karriere, vielleicht kommen wir da nochmal hin zurück, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall vorerst das letzte Rennen in der GT-Klasse. Und wir fangen jetzt auch gleich mal an mit der Qualifikation. Ja, das ist das letzte Rennen in der GT-Klasse. Wir haben den Meistertitel schon sicher, deswegen können wir uns hier auch blöd anstellen. Wollen wir aber eigentlich nicht. Mal gucken. Viel dürfte jetzt noch nicht kaputt sein. Ja. Ne? Wir haben es fast geschafft. Leg in dieser Runde eine gute Zeit vor, wenn du eine gute Startposition haben willst. So, und ich kann schon mal ankündigen. Bleiben Sie dran. Am Ende dieser Folge, wenn die Zeit reicht, werde ich vorstellen, welche Angebote wir für die nächste Saison haben. Und dann dürft ihr, speziell du, darfst entscheiden, welches Auto in der nächsten Saison gefahren wird. Hilfe. So, hoffentlich brauchen wir nicht zu lange, denn der Hockenheimring ist ja schon die längste Strecke der Saison und das kostet auch dementsprechend viel Zeit und ich hoffe mal, dass wir das dann noch in die Folge reinkriegen mit der Auswahl des Teams. Wenn nicht, dann mache ich das einfach ganz schnell noch. Ich zeig dann wahrscheinlich nur kurz, welche Teams zur Auswahl stehen und dann. Ja. Dann. Wird die Frage, welches Team. Welchen Team wir in der nächsten Saison beitreten, euch überlassen. Speziell dir. Genau dir. Ja. So, wie die Zwischenzeit aussieht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Zwischenzeiten sagen mir nicht viel. Also, wenn ich jetzt oben rechts gucke, wie die Zwischenzeit aussieht, das sagt mir nicht viel. So, Zielgerade der Qualifikationsrunde. Wir werden wahrscheinlich nicht eine allzu gute Position rausholen können. Gute Arbeit. Diese Zeit bringt dich ziemlich weit nach vorne. Oder doch. Gut, dann starten wir eben weit vorne. Habe ich auch kein Problem damit. Oh, ist auch recht knapp gewesen. Dann starten wir auch schnell das Rennen. Und kein BMW ist vorne, sondern ein Quave. Das Auto, in dem wir letzte Saison gefahren sind. Ab geht die Post. In dem wir auch unsere ganzen Rundenrekorde aufgestellt haben, die immer noch ihre Gültigkeit haben. Vielleicht ist dieses Auto ja doch besser. Aber es wird gerade von uns abgezogen. Ja, der Fahrer scheint nicht Vollgas zu geben. Das machen wir natürlich. Ja, und ziehen dementsprechend auch davon. Vier Runden müssen, oder? Ne, 5 Runden dauert, glaube ich, ein Rennen. Und ja. Mal sehen, wie viel Zeit wir dafür brauchen. Wie viel Zeit dann auch am Ende übrig bleibt. Jetzt haben wir schon einen 3 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Mal gucken, wie lange wir die GTS-Klassen-Kollegen da vorne noch sehen. Werden wahrscheinlich nicht mehr lange, die werden wahrscheinlich gleich so davonziehen, dass wir sie nicht mehr kriegen. Oder? Ja, davon gehe ich mal aus, die sind nämlich wesentlich stärker. Doch schon ein großer Unterschied, der zwischen der GT- und der GTS-Klasse ist. Aber noch größer ist der Unterschied zwischen der GTS- und der Pro-Klasse. Und noch größer ist der Unterschied zwischen der GT und der Pro-Klasse. Huch, ein bisschen gerutscht. Aber das ist man ja gewohnt.
Rückspiegel sehe ich, glaube ich, gerade gar keinen mehr. Kann jedenfalls kein Auto mehr erkennen. Jetzt erkenne ich wieder eins. Sogar noch mehr als eins. Hilfe. Wir müssen uns beeilen, denn wir wollen in der Folge ja noch was schaffen. Wir wollen ja Teams zeigen. Die schnellste Runde gehört dir. Wenn deine Zeit von keinem unterboten wird, gewinnst du einen Extrapunkt. Huch. Ja. Jetzt sehen wir wieder niemanden im Rückspiegel, oder? Bin ich blind? Ich weiß es nicht. Ich kann jemals... Doch, da sieht man, glaube ich, ein Auto. Aber die Auflösung ist auch nicht so sonderlich hoch, dass man jetzt wahnsinnig viel erkennt. Ja. Naja. Schade, aber auch zu erwarten ist, dass sie da weggezogen sind. Die vor uns. Die GTS-Kollegen. Die werden wir auch nicht mehr einholen, das ist von vornherein klar, denn die GTS-Leute ziehen den GT-Leuten eben auf den Geraden weg und diese Strecke besteht fast ausschließlich aus Geraden und dementsprechend ziehen sie auch fast ausschließlich weg. So, jetzt haben wir gebremst, so ein bisschen nicht indem wir auf die Bremse getreten sind, sondern indem wir halb von der Strecke abgekommen sind und auf dem Gras weitergefahren sind. So, ja, so geht's auch, nur da bremst man nicht ganz so schnell. Und wenn das Spiel mehr auf Realismus gesetzt hätte, was aber aus verständlichen Gründen damals nicht umsetzbar war, dann hätten wir jetzt auch verdreckte Reifen und die hätten uns jetzt auch noch weiterhin Probleme bereitet. Aber das tun sie nicht. Weil es ja nicht eingebaut ist im Spiel. Jedenfalls kommt es mir nicht so vor. So, die nächste Runde beginnt. Und es wird auf jeden Fall knapp. Wir schaffen in dieser Folge nicht mehr allzu viel. Was schade ist, aber ich beeile mich einfach. Und wenn die Zeit knapp wird, dann lasse ich eben die Verabschiedung kürzer ausfallen. Denn ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr Stammzuschauer seid, solche Leute soll es ja geben, dann wisst ihr ja, was ich am Ende der Folge normalerweise sage. Und wenn nicht, dann guckt euch einfach das Ende eines beliebigen anderen Videos von mir an und dann werdet ihr herausfinden, was ich am Ende der Folge sagen will. Wenn ich es nicht mehr schaffe, in dieser Folge zu sagen. So. So. Ja, die sind weggezogen, ne? Das ist leider so. Hinter uns sehe ich jetzt... doch, da ist einer. Da kann man einen erkennen. Und jetzt gab es auf einmal wieder so einen Schubser, als wir in der Bande gelandet sind. Ich habe keine Ahnung, woher der kommt, aber es wird irgendein Bug sein in dem Spiel. Dass man, wenn man in der Bande landet, auf einmal so einen Schubser kriegt und dann auf einmal viel schneller wird. So. Ja. Wir haben wahrscheinlich einen Vorsprung gerade verloren. Durch den Ausritt gegen die Bande. Ja. Und ja, ich hoffe, dass wir noch... Ja, so 2 Minuten könnten wir... Hilfe. Am Ende noch übrig haben nach dem Rennen. Wenn wir dann noch was Vernünftiges schaffen wollen, dann müssen wir uns ranhalten.
noch eine Runde vor uns. Juhu, bald ist es vorbei, die Saison. In der GT-Klasse mit dem BMW M3 GTR und dann... Ja, dann steht ja eine neue Saison in einer neuen Klasse an. Ich freue mich schon drauf. Aber, da ich ja jetzt die ganze Saison am Stück aufgenommen habe, muss ich jetzt 10 Folgen lang warten, ja, bis ich auch mit der nächsten Saison anfangen darf. Ah, das ist ja eine Qual für mich. Ja, gut. Ist halt so, ne? Jetzt habe ich mich darauf eingelassen, ne? So ist das, wenn man Let's Plays macht, dann kommt man nicht so schnell voran, wie wenn man für sich spielt. Und ich habe mich entschieden, es nicht für mich zu spielen, sondern für die Zuschauer. Ich habe zwar selbst was davon, weil es mir selbst ja Spaß macht, sonst würde ich es ja nicht tun. Aber ich muss mich damit zufrieden geben, dass ich nicht so schnell vorankomme, wie wenn ich alleine spielen würde. Würde ich alleine spielen, hätte ich es bestimmt schon längst durch. Alle Sachen, die man machen kann, durch. Und wahrscheinlich kann man auch in der nächsten Saison neue Strecken erwarten. Also auch eine längere Saison. Und ja, da wird es wahrscheinlich, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber wahrscheinlich wird es da auch neue Strecken geben, die wir fahren können. Und ja, das wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen Spannung reinbringen in das Projekt. So, jetzt sind wir schon bei 12 Minuten, laut meiner Stoppuhr. Es wird eng. Definitiv. Aber wir beeilen uns einfach. Gibt ja so wahrscheinlich so zwei Sachen, zwei Texte zu lesen, die uns der werte Herr Mark Williams da zu sagen hat. Und dann ist die Saison rum, da speichern wir schnell und dann gucken wir uns die Angebote an. So. Hervorragend gefahren. Du hast das Rennen gewonnen. So, nochmal eine Bestzeit gefahren. Mal gucken, ob wir die auch behalten. Dann haben wir nämlich die maximale Ausbeute an Punkten. Und ja, 55 Punkte von 55 möglichen Punkten. Das ist doch ein schöner Abschluss für unsere Zeit in der GT-Klasse. So, jetzt beeilen wir uns. Champion Metal. Klingt gut, oder? Ja, finde ich auch. Sie sind Erster. War sogar nur ein Text und der war ziemlich kurz. Jetzt speichern wir noch schnell und jetzt haben wir sogar noch 2 Minuten Zeit. Wow. Hätte ich mich nicht so beeilen müssen. Dann gucken wir uns schnell das an. So. Wer sich das, wenn das interessiert, der guckt, der hält sich eben das Video an. So, jetzt gehen wir weiter in die nächste Saison und gucken uns die Teams an, Angebote, die wir haben. Da hätten wir hier Panos Esperante, und zwar, ich mag ihren Stil. Ich glaube auch, dass sie gut in unser Team passen. Sind sie interessiert? Möglicherweise. Seid ihr interessiert? Bist du interessiert speziell? Cintura, ich möchte, dass sie in dieser Saison meinen Wagen fahren. Sie wissen, dass das Sinn machen würde. Weißt du es, dass das Sinn machen würde? So, und dann... Was ist das? Ja, das sind nur die beiden Teams. Okay. Ja. Welches Auto sollen wir in der nächsten Saison wählen? Sollen wir den Panos Esperante fahren? Oder den Cintura? Ihr seid gefragt? Ja... Viel mehr dazu zu sagen gibt es eigentlich nicht. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, wie immer, ich freue mich über Bewertungen und über Kommentare und, ja. Kommentare natürlich viel mehr als Bewertungen, aber Bewertungen sind auch gern gesehen. Und ja, dann gibt es eigentlich für mich nur noch zu sagen. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Tschüss.